Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. In meinem heutigen Video hört ihr mal wieder was über den veganen Sport, und zwar aus verschiedenen Sportarten. Also der hauptsächliche Mittelpunkt ist mal das Formel 1, aber ich streife auch noch so ein paar andere Sportler aus dem Bereich Boxen, Tennis und Leichtathletik und Volleyball. Und ich lese immer mehr von Sportlern auf der ganzen Welt, die sich einfach dazu entscheiden, vegan zu werden. Und zwar meistens aus tierlichen Gründen, aber auch aus Gründen der Gesundheit, weil sie einfach sich belesen oder informieren darüber, wie sie ihrem Körper was Gutes tun können. Und sie spüren auch, dass ihre Leistungen viel besser werden. Ja. Lewis Hamilton, die Williams-Schwestern Carl Lewis und auch Mike Tyson ernähren sich vegan. Sie sind davon überzeugt, Haferflocken machen stärker als Fleisch. Ich befinde mich auf der Mission, Veganer zu werden. Leute, die Grausamkeiten an Tieren, die globale Erwärmung und unsere Gesundheit stehen auf dem Spiel. Mit diesen Worten ließ Lewis Hamilton die Welt vor wenigen Wochen via Snapchat wissen, dass er seine Ernährungsweise radikal verändern wolle. Später schickte er Bilder von Schwarzbroten und Avocado-Aufstrichen in die digitale Umlaufbahn. Der Formel 1-Pilot zeigte sich zudem erleichtert darüber, dass es seine liebste Pancake-Mischung auch als vegane Variante gebe. Auslöser für sein Umdenken sei der Dokumentarfilm What the Health gewesen. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Die Filmemacher Kip Anderson und Keegan Coon reisen darin, also in diesem Film What the Health, quer durch Amerika, befragen Ärzte, beleuchten Studien und wollen so belegen, dass der Verzehr von tierischen Fetten ähnlich schädlich sei wie das Rauchen von Zigaretten. Die möglichen Folgen: Diabetes, Bluthochdruck, Krebs. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, sagt der 32 Jahre alte Hamilton. Ihr wisst, wie sehr ich Tiere liebe. Was wir als Menschen in der Welt anrichten, ist unfassbar. Es wird gesagt, dass unser Mastvieh mehr Schadstoffe erzeugt, als es alle Flüge und Autos produzieren. Verrückt. 2 Monate sind vergangen seit Hamiltons Ankündigung. In dieser Zeit hatte er mehrere Grand Prix gewonnen und die Weltmeisterschaft vorzeitig zu seinen Gunsten gegen Sebastian Vettel entschieden. So ist er der erste Formel 1 Weltmeister, der sich vegan ernährt. Jetzt folgen Spieler von anderen Sportarten. Schon Carl Lewis gewann vegan. Andere Sportler sind diesen Weg schon vor ihm gegangen. Einer der ersten war der Leichtathlet Carl Lewis. Anders als Hamilton führt er dafür keine ethischen Gründe an. Ich habe herausgefunden, dass ein Athlet kein tierisches Eiweiß braucht, um ein erfolgreicher Sportler zu sein, sagt der heute 56 Jahre alte Amerikaner, der sich seit 1990 vegan ernährt. 2 Jahre später wurde er in Barcelona Olympiasieger im Weitsprung und mit der Staffel über 4x100 Meter. Auch die Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams ernähren sich seit einigen Jahren weitestgehend vegan. Meine Ernährungsumstellung hat einen enormen Unterschied gemacht.
Ich spüre seitdem viel mehr Energie in mir, sagt Serena Williams, die in der Weltrangliste insgesamt 316 Wochen als Nummer 1 geführt war. Schwergewichtsboxer Mike Tyson hat im Ring sogar einmal ins rechte Ohr seines Gegners Evander Holyfield gebissen. Nach seiner Karriere wurde er Veganer. Ebenso die Tennisspielerin Martina Navratilova. Der Ernährungswissenschaftler Hans Braun von der Deutschen Sporthochschule in Köln beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Die vegane Ernährung von Sportlern ist zuletzt immer mehr in die Diskussion gerückt, sagt er. Befeuert wurde diese Entwicklung durch Athleten wie Hamilton, die über soziale Netzwerke mehrere Millionen Menschen erreichen und so auf Veganismus aufmerksam machen. Im Alltag bedeutet das, keine tierischen Produkte, kein Fleisch, kein Fisch, keine Kuhmilch, keinen Käse, keine Eier, keinen Honig, keine Gelatine. Das ist eine Herausforderung, erst recht für Hochleistungsathleten. Stärker denn je. Serena Williams führt es auf die Ernährungsumstellung zurück. Sportler, die sich vegan ernähren, müssen auf eine ausreichende Qualität des Proteins achten. 1,2 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sollten Sportler pro Tag zu sich nehmen. Das funktioniere auch über Sojabohnen, Mais, Reis und Haferflocken, sagt Braun. Die deutsche Beachvolleyballspielerin Margarita Kotzuch hat früher mit Dankbarkeit gegessen, was auf den Tisch kam. Wirklich gemocht habe sie das Fleisch aber nicht. Nach und nach hat sie immer weniger davon gegessen. Seit 4 Jahren ernährt sie sich vegetarisch. Zwischendurch legt sie oft vegane Wochen ein. Manche Trainer hatten ein Problem damit, sagt die 31-Jährige, die lange Kapitän der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft war und während ihrer Hallenkarriere auch für Vereine in Italien, Polen, Russland, Aserbaidschan und China gespielt hat. Du brauchst Kraft, hieß es oft als Universalargument für Fleisch. Und Kotzuch spürte zunächst den Druck, sich konform zu verhalten. Irgendwann habe ich dagegen gehalten, sagt sie. Ich habe viel gelesen, mich informiert, aber vor allem auf meinen Körper geachtet. Gesundheitliche Probleme habe ich seitdem keine mehr. Im Gegenteil, ich habe gespürt, dass ich mich mental viel besser fühle. Ernährungswissenschaftler Braun kennt Aussagen wie diese. Andere Sportler behaupten, dass sich ihre Regenerationsphasen seit der Umstellung auf eine vegane Ernährung erheblich verkürzt hätten. Als Wissenschaftler würde ich das erst einmal hinterfragen. Man weiß nie, aus welcher Ernährungssituation diese Sportler kamen, ob sie sich vielleicht vorher eher einseitig ernährt haben. Da ist eine vegane Ernährung natürlich eine Verbesserung, die viele Athleten spüren. Auch mental mag sich ein subjektiv positives Empfinden einstellen, sagt Braun. Außerdem stecken in Obst und Gemüse viele sekundäre Pflanzenstoffe. Sie werden in Zusammenhang mit der Reduzierung von trainingsbedingten Entzündungsreaktionen oder einer Stimulierung des Immunsystems gebracht. Entsprechend sollten auch Sportler versuchen, täglich etwa 400 Gramm Gemüse und ca. 250 Gramm Obst zu essen. Für die Beachvolleyballspielerin Kotzuch ist das kein Problem. Den Drang nach Junkfood verspürt die 1,88 Meter große Sportlerin kaum noch. Dennoch erfordert eine Ernährung nach eigenem Gusto
viel Disziplin. Als Leistungssportlerin reist sie sehr viel. Mittlerweile nicht mehr mit einer großen Mannschaft, sondern nur noch mit Beachpartnerin Carla Borger und dem kleinen Betreuerteam. Da sie nicht immer alles mitnehmen kann, muss sie auch unterwegs einkaufen gehen. Auswählen und abwägen. Was wir essen, ist, was wir uns wert sind, sagt sie. Ich sage den Satz nochmal. Was wir essen, ist das, was wir uns wert sind. Guter Satz. Und wenn sie doch einmal etwas schwer Verdauliches gegessen hat, weil es auf ihren Reisen rund um die Welt nicht anders möglich war, dann merkt sie sofort den Unterschied. Ich spüre, dass ich unausgeglichen werde, sagt sie. Ihr Traum wäre ein eigener Gemüsegarten. Denn Ernährung ist für Margareta Kotzuch eine Form der persönlichen Wertschätzung. Die Antworten sind bei uns selbst, sagt sie. Water Health, eine 11-minütige Sequenz aus dem Dokumentarfilm. Unten in der Videobeschreibung ein Link dazu. Inzwischen kommen immer mehr Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt, die sich speziell an Veganer richten. Insgesamt wurden hierzulande im vergangenen Jahr Nahrungsergänzungsmittel im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro verkauft. Ernährungswissenschaftler Braun kann diesen durchaus etwas abgewinnen. Er sagt, sicherlich können Nahrungsergänzungsmittel hilfreich sein. Da geht es allerdings nicht um eine Leistungsverbesserung, sondern um eine angepasste Nährstoffversorgung. Und jetzt noch ein paar Worte zum Rennfahrer, zum Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton. Die Verantwortlichen von Mercedes wollen nicht eingreifen in die Ernährungsweise ihres Fahrers Hamilton. Das sei Mikromanagement und liege damit allein in der Verantwortung jener Spezialisten, die mit Hamilton zusammenarbeiten. Ende dieser Woche verschickte der Brite via Instagram einen ersten Zwischenbericht seines Veganerseins. Seit 4 Wochen esse ich hauptsächlich Gemüse und Obst. Und ich fühle mich so gut, wie ich mich in meinen 32 Jahren noch nie gefühlt habe. Mein Energielevel ist unglaublich hoch. Im Fitnessstudio kann ich viel mehr Gewicht stemmen. Meine Haut ist in einem besseren Zustand. Ich fühle mich leicht, überhaupt nicht aufgebläht und frisch. Es ist schwer, etwas zu essen zu finden, was ich richtig liebe. Und trotzdem mache ich weiter. Ich bin angewidert von dem, was in unserem Essen ist, vor allem im Fleisch. Ein sehr interessanter Schlusssatz. Er ist angewidert. Also mir geht es genauso. Also, sowas brauchen wir in unserem Körper nicht. So Leichenteile. Ja. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Und ich möchte euch einfach, wenn ich sowas lese über so viele vegane Sportler, die ihr Leistungspensum trotzdem schaffen, gell, und oft noch besser werden und noch ausgeglichener und mental und überall gesundheitlich, auf der ganzen Linie geht es ihnen besser als vorher. Also das ist doch super klasse und das möchte ich mit euch teilen und ich hoffe, ihr freut euch darüber, so wie ich. Und ja, das war mein Video, meine Lieben, wenn es euch gefreut hat und gefallen hat und einfach, wenn es schön war für euch, danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar schreibt. Und dann verbleibe ich für heute. Alles Liebe von mir, bleibt gesund, genießt den Tag und euer Leben und habt die Sonne im Herzen. Heute ist gerade ein riesen eisgoldener Tag
Aber es ist egal, es ist jetzt Mitte Februar und der Frühling steht schon hoffentlich in die Startlöcher und meine Wildkräuter auch. Ich freue mich so, wenn es es wieder gibt. Ja, ich wünsche euch alles Liebe. Macht es gut. Servus. Pfiat euch.